Finden Sie mit dem Mittagssnapshot heraus, wie sich der Devisenhandel für die Marktteilnehmer am Dienstagvormittag gestaltete. Ich bin Ben Jones. Der Euro-Dollar fiel um 132 Pips auf das Tagestief von 1,2571 und war am Mittag 0,8% im Roten, was den tagesgrößten Schritt ausmachte. Der Handel war aktiv, das Volumen hoch und die Stimmung ist neutral. Long-Positionen führen um etwa 3%. Der starke Rückgang deutet auf einen erfolgreichen Vormittag für Bären hin. Das Pfund-Dollar stieg allmählich in den frühen Morgenstunden, aber der nachfolgende Abrutsch führte zu einem Verlust von 0,35%. Die Marktteilnehmer setzen 21% weniger Mittel ein und das Sentiment ist bei 6% long-neutral. Die Bullen hatten ihre Chancen, bis das Tageshoch erreicht wurde. Dann hatten Bären ihre Chancen. Der Dollar-Yen stieg über die 110-Marke und stand am Mittag 0,38% im Grünen. Das Volumen war typisch und die Stimmung war bärisch. Short-Positionen überwiegen um 18%. Verluste sind im Hinblick auf den Aufwärtstrend wahrscheinlich. Beim Pfund-Yen hat sich der Trend verlagert und das Paar war am Mittag wieder in der Nähe des Eröffnungslevels. Das Instrument hat weniger als die Hälfte der durchschnittlichen Mittel angezogen und die Stimmung ist bärisch, 34% Short. Händler hatten sowohl Chancen als auch Risiken. Der Euro-Yen bewegte sich scharf nach Süden und ein Verlust von 0,42% wurde um 12 Uhr aufgezeichnet. Der Umsatz liegt 33% unter dem Durchschnitt und die Stimmung ist neutral, 11% Short. Bären waren soweit in einer besseren Position. Das war der Mittagssnapshot für Dienstag. Die Daten werden stündlich aktualisiert.